Wenn du glaubst, du kannst Immobilien verkaufen, dann reicht das aber nicht aus. Denn eine Sache, die ich festgestellt habe in den letzten Jahren, ist, dass gerade Leute, die glauben, sie wären erfahren, am Ende des Tages, wenn es um die Feinheiten des Prozesses geht, gerade beim Immobilienverkauf, die Dienstleistung, ein Objekt aufzubereiten, Unterlagen mit allem, was dazugehört, ja, das so zu machen, dass das auf echtem Champions League-Niveau ist. Und Fakt ist leider Gottes, dass in der ganzen gesamten Immobilienmakler-Szene das Thema Immobilienverkauf auf Kreisklasse-Niveau umgesetzt wird und noch nicht mal auf Bundesliga-Niveau, geschweige denn auf Champions League-Niveau. Und genau darum geht es. Wenn der Verkauf auf Champions League-Niveau abläuft, wirst du nie wieder Probleme damit haben, Objekte zu verkaufen bzw. einzukaufen, also zu akquirieren. Kann ich dir garantieren sogar, es reimt sich sogar. Ich kann es dir wirklich garantieren. Denn ich gebe dir ein Beispiel von einem Kunden von mir, der Frank, der hat kaum Aufträge gehabt, ganz wenig. Und wir haben an der Dienstleistung gearbeitet, wir haben an dem Verkauf gearbeitet. Und dadurch, das hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen, dass er Immobilien auf dem nächsten Level verkauft, also auf Champions League Niveau. Natürlich ist das nur ein Teil, aber es ist ein wesentlicher Teil, es ist ein wichtiger Teil. Denn die Dienstleistung ist nicht nur das, was Käufer sehen, sondern es ist das oder die versprochene Leistung beim Verkäufer. Und die muss exzellent sein. Und wenn du als Immobilienmaklerin, als Immobilienmakler ehrlich zu dir selber bist, in den Spiegel schaust und sagst, hey, ich bin absolut Champions League, du aber am Ende des Tages eben nicht dauerhaft Akquise hast, also neue Objekte, wie am laufenden Band, also wie eine Art Fließband bekommst, dann stimmt irgendwo bei dir in dem gesamten Prozess etwas nicht. Weil dann sagst du zwar, dass du es kannst, du tust es aber nicht am Ende des Tages, weil wenn du es tun würdest, dann würdest du erfolgreicher sein, du würdest mehr Objekte haben, du würdest mehr Objekte verkaufen, du würdest mehr Umsatz machen und du hättest mehr Geld, um cooles Zeug zu machen. Das ist der entscheidende Punkt. Hör auf, dir was vorzumachen, sondern sei ehrlich zu dir selber. Also wenn die Ergebnisse nicht entsprechend deinem Glauben an Können ist, dann stimmt etwas nicht. Und in diesem Sinne ist meine Empfehlung ganz klar, lass uns miteinander sprechen. Klick jetzt hier unter dieses Video und buche dein kostenfreies Erstgespräch mit mir. Wir beide analysieren genau, wo drückt bei dir der Schuh und wir sorgen dafür, dass wir dich in allen Belangen aufs nächste Level bringen. Ich freue mich auf dich, dich zu sehen und mit dir gemeinsam zu erörtern, was wir tun können, um deine Situation zu verändern und zu verbessern. In diesem Sinne, ich freue mich.